Diese Woche haben wir das Thema Gartenarbeit. Gartenarbeit ist nach dem Winter immer etwas Besonderes. Man freut sich zwar voraus, um etwas zu machen, es ist aber auch mit Kraft und Arbeit verbunden. Es sind zwar die gleichen Bewegungen, wie man auch im Haushalt braucht. Es geht ums Bucken, ums Lupfen. Und darum möchte ich euch noch mal ein bisschen zeigen, auf was das ankommt. Also es braucht viel Kraft in den Beinen, um da ein bisschen rumzustechen. Wir haben hier wieder die Schrittstellung. Und wie ich dann ein bisschen verlagere, schaut da, dass ihr wirklich von den Beinen her arbeiten könnt. Wenn es darum geht, zu schneiden, zu pflanzen oder zu jäten, gibt es verschiedene Varianten. Ihr nehmt ein bisschen ein Höckerli. Auch hier wieder ist wichtig, absitzen, langsam. Ihr bleibt hier unten. Ihr könnt dann da irgendetwas ein bisschen scherlen. Dann zwischendrin nochmal das Bein ein bisschen strecken. Man kann es nochmal ein bisschen dehnen. Macht auch da Pause. Nicht immer zu lange in der gleichen Position bleiben. Und wieder zum Aufstehen braucht ihr genau wieder das, was im Haushalt auch. Aufkommen und es wieder absitzen. Dann haben wir es wieder. Die Hocke, Knie beugen. Einfach tief runter mit dem geraden Rücken. Es ist wichtig, wenn ihr gut vorbereitet seid. Wenn ihr aber könnt auf die Knie, dann ist es gut, wenn ihr ein Mättchen habt, für eure Knie zu schonen. Jetzt kommt wieder die Schrittstellung, die wir auch schon geübt haben oder gesehen haben. Ihr geht runter. Und wenn ihr da jetzt etwas machen wollt, ist es wichtig, dass ihr den Rücken gerade habt. Und dann könnt ihr auch wieder da vorne irgendetwas machen, jetten, ausziehen, ein bisschen in den Erden herumgraben. Da ist wirklich wichtig, Gewicht gut verteilen, Beine weit auseinander, dass ihr eine gute Unterstützungsfläche habt. Und bevor ihr aufsteht, immer gleich die Hände ein bisschen aufstützen, die Kreuze ein bisschen entlasten. Vorne die Muskeln wieder ein bisschen dehnen, in den Himmel schauen und dann langsam wieder aufstehen. Entweder über beide Beine, die Beine ein bisschen schütteln oder die andere Möglichkeit wieder, ein Bein vorstellen, beide Hände drauf, wenn wir es im Haushalt auch schon gesehen haben, und so langsam wieder aufstehen. Die Übung dazu wäre wieder das hier. Ufe, aber halb Kniestand. Wenn alles abgepflanzt ist, geht es ums Gießen. Auch da ist wichtig, nehmt kleine Gießkannen, ungefähr gleiche. Wenn ihr es hier oben habt, könnt ihr gerade auch mal ein bisschen eure Arme schwingen. Das tut gut, tut alles ein bisschen entlasten. Und auch wieder mit der Schrittstellung dann gießen. Ihr seht, es ist alles am Boden unten. Es braucht viel Kraft in den Beinen. Und es ist sicher wichtig, dass ihr euch ein bisschen vorbereitet, dass ihr eure Rücken- und eure Bauchmuskeln auch ein bisschen vorher trainiert. Ihr habt es einfach viel ringer und habt viel weniger Muskelkater und praktisch kein Rückenweh, wenn ihr gut trainiert in die Gartenarbeit hineinsteigt. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Thank you.